Also Waschbären sind zum Abschuss freigegeben und zwar ganzjährig, weil sie als invasive Arten gelten. Invasiv ist quasi was, was aus einem anderes Land kommt und sich bei uns so beheimatet hat, dass es unsere heimische Flora und Fauna eben kaputt macht. Das hat die EU irgendwann mal beschlossen, dass das so ist und hat eben als Plan auferlegt, entweder Abschuss oder ins Gehege. Wir selber sind natürlich mit der Lösung überhaupt nicht zufrieden, dass die einzigste Möglichkeit eben der Abschuss ist, weil wer kann schon ein Waschbärgehege bauen? Das kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Und wie schnell ist das voll? Da müsste die EU müsste sich da wirklich was anderes überlegen, zumal eben der Abschuss die Populationsdichte einfach nur vergrößert anstatt verringert. Der Abschuss ist ja nicht das Endziel. Das bringt natürlich letztendlich nichts. Die Feen, wenn die in Gruppen, also es gibt Drünengruppen und Feengruppen, die jungen Feen, die bleiben meistens in der Nähe von den Altfeen und da vermehren sich eben nur die Altfeen. Wenn jetzt die abgeschossen werden, dann reguliert sich quasi der Waschbär selber, indem die jungen Feen dann auch alle belegt werden und damit die Dichte dann natürlich um einiges explodiert. Also eigentlich erreicht man damit nur das Gegenteil. Prinzipiell ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie zumindest hier bei uns in Bayern in ihrem Garten einen Waschbär sehen werden, weil A sind die dämmerungs- und nachtaktiv, die werden sie vielleicht in der Nacht mal hören oder sie werden morgens sehen, dass ihre Biomülltonne umgekrempelt ist, aber dass sie die sehen, die sind überhaupt nicht angriffslustig oder sonst irgendwas und Gefahren wie Staupe jetzt ist Krankheitsüberträger oder der Spulwurm ist zum Beispiel was, aber das haben sie bei jeder verwilderten Hauskatze, bei jedem Fuchs, bei jedem Marder, die sich eben auch mittlerweile in die Dörfer und Städte ziehen, um eben ihr Nahrungsspektrum einfach zu erweitern. Also als erstes würde ich mir mal wünschen, dass der Waschbär nicht mehr als dieses negative Monster hingestellt wird, was er nämlich einfach nicht ist. Das ist einfach so. Die EU-Verordnung, die muss unbedingt geändert werden. Das mit den Abknallen, der Schuss geht im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nach hinten los mit der Abknallerei. Das Sinnigste wäre einfach, wie wir es mit den Katzenpopulationen haben, dass wir als Tierschützer, die trotzdem die jungen Tiere weiter aufziehen können, die werden kastriert, die werden gekennzeichnet und die können wieder raus in der Natur. Das wäre eigentlich das Schönste, was wir uns wünschen würden. Die meisten Waschbären werden eigentlich in den Tierschutzorganisationen als Welpen abgegeben, weil eben zum Beispiel die Mütter überfahren wurden oder erschossen wurden. Und wenn so ein Spaziergänger das Schreien hört von so einem Waschbärbaby, die schreien ja wie kleine Kinder um ihre Mütter, dann bringen die in die Tierheime und bei uns geht es dann los mit der Aufzucht. Die Aufzucht ist relativ einfach, mit Katzenaufzuchtsmilch und so weiter. Das Problem bei Waschbären ist, dass sie relativ schnell flügge werden und wenn die 8 bis 10 Wochen alt sind, dann fangen die natürlich an, ihre Umgebung zu erkunden. Und wenn man denn so ein Tier zu Hause hat oder im Büro, dann wird es kritisch und darum ist es ganz wichtig, dass es noch mehr Gehege in Deutschland gibt, solange wie die EU-Verordnung immer noch das verlangt, wie sie es jetzt verlangt, dass eben die jungen Bären denn wirklich artgerecht untergebracht werden können.